Hallöchen, herzlich willkommen zu Landwirtschaftssimulator mit Lirix und Voxi. Hallo. Hallo. Ja, jetzt gucken wir uns das hier mal an, wie die Dinger gehäckselt werden. Der sieht aber noch ganz schön groß aus. Bin gespannt, ob das funktioniert. Die Auflagefläche sieht ziemlich klein aus. Das laggt hier so rum. Ist das nur bei mir so? Nee, es sieht auch hier laggy aus. Das sind eindeutig zu viele Knöpfe. Ja. Also ich muss sagen, jetzt drüben mit Baumstämme aufladen, habe ich mich schon ein bisschen dran gewöhnt. Also es ging ganz gut. Die sehen nicht schön aus, wie sie hier drauf liegen. Also so ziemlich durcheinander. Aber es hält. Wenn man die jetzt nicht mehr anfasst, dann lässt die Physik die Baumstämme auch in Ruhe und dann liegen die da so drauf und fallen auch nicht runter. Wenn man mit dem Wagen fährt? Ja, genau. Also dann, das ist denen erstmal egal. Aber wenn ich jetzt die anfasse, also wieder an die Dingsbums da gehe, ach, wie heißt das auch? Wie auch immer. Also wenn ich einen greife, dann werden auch alle anderen wieder bewegt und dann rüttelt es die durcheinander. Oh, und ach, den meintest du, der so schmutzig ist. Das kann sein, aber. Stimmt, ich habe den anderen schön gerade sauber gemacht. Nicht zu haben. Soll ich das mal ausprobieren? Ah, jetzt. Oh. Der ist in die andere Richtung gefallen. Ja, ich hab's gesehen. ich würde dir erstmal den zu groß sein. Die kleinen Äste nochmal wegmachen und vielleicht halbieren. Ja, nochmal. Probier mal. Oder ich probier mal. Probier du mal. Ich bin zu schlecht dafür. Naja, okay. Also ich fand es bei dem anderen ja ganz nett, dass man nicht im Traktor sitzt, sondern auf dem Ding da so mit so einem kleinen Sitz. Aber das hat der hier leider nicht. Nein. So, das war erstmal. Das macht es hier natürlich schwierig, so von der Ausrichtung her. Ne? Bei dem anderen sitzt man direkt am Arm und so. Oh Mann, oh Mann. Okay, so geht's hoch und runter. Wenn du beide Tasten drückst, dann kommt halt. Ja. Das aufmachen, ne? Wenn ich die rechte, kann ich es wahrscheinlich auch. Ups, nicht so weit. Hat der auch Stützfüße und sind die ausgefahren? Der hat ausgefahrene Stützfüße. Aber ich weiß jetzt nicht, jetzt machst du es gerade zu, ist auch nicht an. Gerade B musst du noch drücken, dann ist es dann. Ja. Genau, jetzt ist es an. So, jetzt hier. Nee, andere Richtung. Uff. Ein bisschen hoch, ein bisschen rüber. Sieht das gut aus von dir aus? Bin ich auf der... Ja, ja. Soll ich mal loslassen? Ja, ah, ich guck mal da kurz. Ah, schön. Und macht der Häcksel? Ja, er häckselt. Jetzt gehäckselt. Was ist drin? Achso, aber der Hänger, der ist ja gerade nicht... Der hängt ja nicht dran. Okay. Ich wollte jetzt umschalten und gucken, wie viel da jetzt aus dem Ast rausgekommen ist. Boah, das ist aber eine fummelige Arbeit. Willst du den mal runter hochfahren? Ich sage mal runter, aber hoch. Ich glaube, der muss irgendwie zur. Wo muss es hier überhaupt hin? Der hier? Ja, die Äste, wo bringt man die hin? Bei der Reederei? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich fahre das mal hin und wenn das dann auch so aussieht, dann lasse ich dich dann mal kurz. Dann wechseln wir, ja. Genau. Okay. Dann müssen wir kurz gucken. Ja, gucken wir uns mal an. Ich mache hier derweil ein bisschen weiter und wir können uns ja dann mal ja, wieder über ein Thema unterhalten. Themenabend. Themenabend, ja, wieder schlimme Sachen, ja, was mir mein Sifu gerade erzählt hat. Dein was? Sifu oder Shifu vielleicht auch. Chinesisch für Lehrer oder Lehrvater. Habe ich noch nicht erzählt, ne? Ich lerne eine Kampfkunst. Nee. War also gerade beim Training und wie wir da so trainieren, hat er so Geschichten erzählt, ja. Zum Beispiel, was ihn total bestürzt hat und was mich dann auch wieder zum Nachdenken bringt, dass Sodomie, weil wir das neulich als Thema hatten, lange Zeit erlaubt war. Ah, Sodomie ist nochmal... Sex mit Tieren.
Naja, genau. Ja. Ich wollte jetzt nicht ganz dumm wirken, indem ich jetzt sage, Sex mit Tieren und das ist irgendwas anderes, aber ja, okay. Ja, ja. Und das war tatsächlich bis 1969 verboten. Und dann gab es halt Tierschutznovelle und da wurde das sozusagen abgeschafft, dass es unter Strafe steht. Und erst jetzt, 2013, ja, wurde das Tierschutzgesetz wieder ja, aktualisiert, ja, und dann ist es halt wieder und da und steht es in der Strafe. Und nur Ordnungswidrigkeit, ja, 25.000 Euro für jemanden, der sich eben an Tieren vergeht oder eben seine Tiere anderen Leuten bereitstellt. Okay. Ja, so Tierbordelle. Und das macht mir wirklich, wirklich Sorge, weil wir sind ja hier die Map Holmgard, ne, oder Born, wie heißt sie im Original, Bornholm? Holmgard, oder? Holmgard, ja, Holmgard spielen wir gerade, aber die Original heißt Born, irgendwas mit Bornholm. Ich glaube, Bornholm. Und es ist ja Dänemark, oder es ist Schweden. Dänemark. Und in Dänemark ist es tatsächlich. Ja, genau. Ist es tatsächlich erlaubt. Sodomie. Und es gibt wirklich Sex, also Tourismus, ja, Tierbordelle, ja, der wirklich Pferdestrich von Jütland, ja, kein Scherz. Du kannst da hinfahren und es gibt halt Leute, die es machen und die meisten Leute, die da hinfahren, die zweitmeisten Leute, sollen tatsächlich aus Deutschland kommen, weil es eben nicht verboten ist. Ja, und dann wird halt da der Stall zur Roten Meile da nachts. Also gruselig. Und da mache ich mir natürlich Sorgen hier um unseren Hof. Aber wir haben ja keine Pferde und keine Schafe zurzeit. Also Hunde auch nicht. Kühe. Ja, Kühe sind irgendwie nicht so beliebt. Ich glaube, zu groß. Weil die keinen Schließmuskel haben. Doch, haben sie auch, aber... Keinen guten. Keine Ahnung. Ja, zu groß. Aber Pferde nicht, oder was? Ich weiß es nicht. Ich will da auch nicht wirklich weiter drüber nachdenken. So, ich gucke mal, ob die kleinen Dinger hier, wenn man die zersägt. Okay, also ich bin jetzt bei der Reederei, aber so richtig nach, also ich bin auch ausgestiegen, du kannst also durchtappen und mir hier helfen. Ja. So richtig nach abliefern sieht's nicht hier aus. Ich versuche hier mal gerade noch den letzten da. Gucke ich gleich mal, aber gab es nicht auf der Originalmap irgendwie noch so Forst, Wirtschaft, irgendwas? Das ist eine gute Frage. Also was es gibt, ist die Windmühle und die Transportfirma noch und das Biomasseheizwerk, wo wir nicht so häufig sind. Aber das war's eigentlich. Ja, hier sieht's nicht so gut aus. Oder Sägewerk. Eigentlich gibt's ein Sägewerk auf der Map. Ja. Vielleicht wollen wir kurz eine Pause machen und das mal suchen. Wir suchen das jetzt mal kurz, liebe Leute, und dann kommen wir gleich zurück. Genau. Ja, also hier Sägewerk, klar. Ist jetzt nicht näher bezeichnet gewesen auf der Karte, aber wir haben es gefunden. Komisch eigentlich, muss ich verstehen. Also, dass man das überhaupt nicht bezeichnet, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Ja, ich hoffe mal, dass es funktioniert. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Und ja, ich fahre jetzt hier wie so quer durch. Du hast gesagt, man kann es einfach ins Wasser werfen, da wo die Holzstämme rumschwimmen, die Baumstämme. Ich habe das mal gesehen, dass so einer rückwärts in das Ding reingefahren ist und diese sind dann einfach verschwunden. Rückwärts? Also vorwärts nicht, dann wäre der Traktor ja im Wasser. Soll ich jetzt mit diesem Ding rückwärts da rein und runterfahren? Ja, du kannst es auch einfach die Baumstämme abladen. Reinschmeißen, ja. Oi. Gut, ich probiere es mit dem Ding jetzt da reinzufahren. Ich suche mir mal eine Stelle aus. Hier so. Und was ist, wenn wir absaufen? Oh, es sieht schon nicht dann gut aus. Kaufst du den neuen Trecker? Kaufe ich einen neuen. Es hat gerade Klinging gemacht. Kann es sein? Klinging? Hat das also was? Ja, so ein Kassenklingel. Ah, okay. Hat es denn was gebracht? Geld ich weiß nicht genau. Ich hab du guckst nie aufs Geld. Nee, ich gebe immer nur aus.
So, also 137.000. Und vor allen Dingen muss ich ja gucken, ob einer verschwindet von denen. Du bist wie meine imaginäre verschwenderische Frau. Ja, ja doch, die verschwinden. Das macht Kling Kling und gibt Geld. Trau mich aber doch ein bisschen weiter rein noch. Sing. So. Alles verkauft. Ob das so richtig ist, dass man da einfach so reinfährt, weiß ich nicht. Aber die Stämme sind weg und wir haben jetzt 166.000. Also was hat's gebracht? Um die Zeit noch rechnen, 30.000. Ist ja nix. Ich glaube, ich habe gerade... Hä? Wo ist er hin? Ich habe einen Holzstamm auf diesen Häcksler gelegt. Und er ist so ein bisschen physiktechnisch sehr komisch herumgeeiert und dann ist er verschwunden, glaube ich. Oder er liegt jetzt unten drunter, ich weiß nicht. Ich sehe ihn auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Mann, oh. Also so richtig geil funktioniert es nicht. Nee. Hier laufen ja wirklich Menschen rum. Seit wann denn das? Ja, ich war auch total überrascht. Weil man sieht hier weit und breit niemanden. Dann geht die hier so. Suche nach dem Sägewerk bin ich nämlich im Nirgendwo einem Menschen begegnet. Das müssen wir dazu sagen. Spazieren die hier einfach so auf der Wiese rum. So viele und nicht einer fährt Auto. Ich meine, man hat ja hier überhaupt keine Autos mehr. Auf der Karte. Im Multiplayer, Autos. Meine ich. Autos im Multiplayer. Sind auch für uncoole Leute. Ich habe auch kein Auto. Hast du ein Auto? Ach, ja, klar. Wieso denn? Weil du einer von den Coolen bist. Ja, ich traue mich hier nicht über die Brücke zu fahren. Ich glaube, es ist eine Fußgängerbrücke. Ja, da fahre ich nicht rüber. Hier geht's steil bergauf. Kommen wir hier hoch. Jetzt machen wir hier noch so ein bisschen Sightseeing. Wir können ja dabei noch drüber reden, weil ich es neulich angesprochen habe. Ich dachte, wir waren noch bei Sodomie. Ach so, naja. Ich will es noch weiter ausführen. Ich weiß es nicht genau. Ich fahre hier auf jeden Fall in die falsche Richtung. Ich muss eigentlich woanders lang. Ja, nee. Also ich glaube, ich habe nicht mehr viel anzufügen, außer dass ich schlimmer eigentlich finde, als man alles sonst so mit Tieren machen kann. Ja, also was ich noch sagen könnte, ist, dass es halt merkwürdig ist, dass man Bildmaterial, ja, davon, also das stand schon immer unter Strafe, Bildmaterial zu verteilen. Oder ach, Videomaterial, was? Ja, also das war verboten, deswegen so bin ich drauf gekommen zu sagen, Sodomie ist verboten. Ach, ja. Aber eben der Akt selbst war eben straffrei, bisher. Also bis 2013. Naja. Und das ist halt irgendwie merkwürdig, das passt nicht so richtig zusammen. Auch hier ist so ein schöner Weg, den nehmen wir mal. Ich hoffe mal, dass ich hier irgendwo wieder zurück nach Hause finde. Also der Weg ist natürlich auch ganz schön weit und so. Die paar Stämme, es lohnt sich nicht wirklich. Ne? Es ist nur so, dass man die halt los wird, dass die nicht mehr im Weg stehen und den Helfer da behindern. Ja, vor allem, wenn man sich vorstellt, dass man, wenn dann die Bäume tatsächlich, dass man dann ja sogar Setzlinge noch kaufen muss. Ja. Also dann hat man noch mehr Arbeit damit. Das stimmt. Ja, also. Nee. Ich glaube, wir lassen das erstmal. We don't approve. And don't recommend. Gaijin, wie heißen die doch? Gaijin? Nee, Gaijin sind die von... Gaijin? Von Warfare? Ich hab gerade überlegt, wie die Jungs heißen. Ja, die entwickeln hier. Ja, nee. Also, wo so heißen die ja nicht? Wie heißen die denn, Jungs? Na, welche meinst du? Naja, die von Landwirtschaftssimulator. Das ist ein ziemlich komischer Name. Giants. Giants, genau. Na, Riesen. Giants, fast genau das gleiche. Nicht so, ja. Also ein bisschen zu aufwendig irgendwie und zu wenig Geld. Gibt natürlich sicherlich auch Mods und Skripte und so weiter, um das jetzt hier schöner zu machen. Und du bist jetzt hier so noch so versuchsweise am Hackschnitzel. Ja, machen. Aber weißt du, was du machen kannst? Du kannst dich mit dem anderen Wagen daneben stellen und kannst das gleiche probieren. Ach, ich kann ihn natürlich auch mit dem bei dir draufladen. Ganz genau. Ja. Guck mal, jetzt habe ich sogar zwei. Uah.
Weiß nicht genau, ob ich bis darüber reiche. Und es fällt beides wieder runter. Ah nein, einer wird drauf. Immerhin. Ich fahre den mal hier so hin. Nicht, dass wir uns hier noch... Also es tut mir ja wirklich leid, aber es überfordert mich. Also, ne, normalerweise bin ich ja immer der so ein bisschen redet, während das ja. Akt ist. Aber es überfordert mich maßlos. Ach, Mensch. Aber es ist so, also linke Maustaste macht sozusagen... Wo ist das hin? Hast du es gesehen? Nee. Da war eben gerade so ein Baumstamper bei mir in der Greifzange und dann leckt das so weg und jetzt, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich sehe ihn auch gar nicht mehr. Also, was ich sagen wollte, linke Maustaste macht eben das erste Segment von dem Kran, die rechte Maustaste eben das zweite Segment, hoch und runter und rein und raus sozusagen. Oh, ich sollte mal dieses Ding. Ja. Und beide Maustasten eben das dritte Segment, den Greifer. Also eigentlich, man kriegt es irgendwann hin. Also wenn ich mit dem ersten das so mache und so und vielleicht noch ein bisschen runter und den dann mit der rechten Maustaste ausfahre und aber ja, weißt du, sich mal ein bisschen hoch und noch ein bisschen ausfahren und so. So und dann mal aufmachen. So und runter und zumachen. Und dann hoch. Und dann, oh, das leckt natürlich wie Sau. Also das ist nicht schön, kann man schon so sagen. So, ich muss jetzt eigentlich nur ein bisschen runterlassen und wieder aufmachen. Oh, das zieht da rein. Ja, sehr schön. Ja, ich bin halt Profi bei sowas. Aber einfach ist es nicht, muss ich schon sagen. Also, muss man sagen. Es ist ziemlich schwierig, das so zu treffen. Ich fahre. Ja, jetzt kippst du auch ganz schön, ja. Und weiter ausfahren kann ich es nicht, ne? Oder? Doch, es reicht gerade so, um da noch ranzukommen. Nee, hat er nicht gegriffen, verdammt. Oh, jetzt hast du mich gerade so ein bisschen weggeschubst. Ja, also es läuft wirklich nicht flüssig. Also es ist ein bisschen schon so wie ein Geschicklichkeitsspiel, muss man ja gestehen. Ne? Also ja, das ist wie Elite Dangerous Mining, so Bergbau. Das ist auch ein reines Geschicklichkeitsspiel. So, denkst du, wenn ich das jetzt aufmache, dann fliegt das da rein? Nee. Du musst ihn schon mit der Spitze zuerst da rein. Ja, vielleicht fahre ich nochmal zur Seite so. Jetzt verbringen wir wirklich unsere Zeit damit, hier Äste zu häckseln. Ja, na, und mach ich mal. Dann so, was mache ich jetzt? Jetzt mache ich nochmal runter. Und das mittlere ein bisschen ran? Nee, das, ja. Genau, und dann so ein bisschen runter das mittlere. Ja. Ich glaube, jetzt kannst du es. Ja, vielleicht so ein bisschen so komplett drehen, so nach rechts. Ja, habe ich doch, oder? Also, jetzt ist es schon drin mit dem vorderen Teil. Ja, lass mal los. Okay. Wie mache ich das? Ich hoffe, dass. Na, beide Maustasten nach unten. Nee, nee. War noch nicht ganz drin. Ich glaube, der funktioniert nicht. Weil, also, mehr ging nicht. Mehr ging bei dem nicht. Jetzt machst du einen kleinen, ja, okay. Ja gut, anders funktioniert es glaube ich nicht. Also der war einfach zu groß. Ja, dann bleibt uns fast nur noch ein Ausblick auf die nächste Folge zu geben. Weniger Holzarbeit. Weniger Holzarbeit, mehr Landwirtschaft und Thematik könnte dann zum Beispiel Atomstrom sein. Eieiei. Für Atomstrom, gegen Atomstrom. Habe ich einen sehr interessanten Bericht gesehen im Urlaub. Okay. Meinst du den mit Weihnachten bei Hoppenstedt?
Nee. Meinst du das? Ich meine das mit. Sag mal, Otto Pol fühlt sich wohl oder sowas. Otto fühlt sich wohl am Pol ohne Atomstrom. Nein, das meine ich. Ich der, der sprechende Hund? Ja, das ist. Nee, bei Hoppenstedt ist doch der. Die kriegen doch einen. Die kriegen doch. Das kleine Kind kriegt doch ein Atomkraftwerk. Müssen die ja, dann muss man zur Kernschmelze bringen, ja. Genau. Dann fallen die Kühe um. Hoppenstedt. Ja. Nee, ich meinte, das ist ein gezeichnet dann von ihm. Ja, das ist der Hund. Der sprechende Hund. Ja. Ach, das ist einfach, ich glaube, das ist zu oldschool für die Leute. Nee, das ist schon fast obwohl, na doch, warte mal, wenn wir noch ein bisschen Zeit rumbringen wollen, ich wurde ja gefragt, ob jemand hier mitspielen kann, Bartek, sowieso hieß er, meinte aber, er ist sehr jung und vielleicht an der Stelle einen schönen Gruß an ihn, aber ich finde 11 Jahre ist wirklich problematisch für uns, also das sozusagen was? Zu veröffentlichen, also weißt du, ich glaube, man muss doch 13 sein, um zum Beispiel Facebook zu nutzen. Ach so. Ne? Ja, also ich ziehe jetzt so Analogien, ich habe keine Ahnung, aber ich würde sagen, dass eben aus diesem Grunde finde ich, dass 11 Jahre zu jung ist, ja, um ohne Einverständnis der Eltern Material zu veröffentlichen, sage ich mal so. Ja, nicht am Ende fragen wir ihn, wie steht er zu dem Ukraine-Konflikt und dann löst er einen Weltkrieg aus, ja, und dann zack. Ist der Putin sauer? Ja, dann kriegen wir so Probleme cool. Mit Putin. Und wenn dann die Eltern kommen und sagen, aber mein Sohn hat das gar nicht gewollt. Der durfte das gar nicht. Ja, okay, verstehe ich. Ja? Tut mir jetzt leid. Ich wollte mir jetzt nicht über jemanden lustig machen. Vor allem nicht über Putin, weil der ist ja auch Kampfsportler. Stimmt. Und jemand, der sehr gerne Barmusik läuft. Ja. Aber da stehen die Russen drauf. Okay. Zeit ist um. Wir sagen okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.